Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Willkommen zurück zu The Book of Unwritten Tales. Hörst du auf zu popeln? Wir haben das Essen für den Roboter. Das ist kein Drag and Drop, Entschuldigung. So, füttern wir den Roboter mit Müll. Das ist ja wie, das sieht aus wie Bänder. Der Roboter zieht seine Energie aus dem Müll. Die Energieversorgung ist gesichert. Das ist gut. Wir haben noch mehr Müll. Wollen wir das auch noch geben? Der Roboter hat schon den Müll bekommen und ich will ihn nicht verwöhnen. Ach so. Außerdem läuft er ja schon. Okay. Dann hier das Fellstück. Und nun noch das Fell als Quelle für Ratten-DNS. Und dann sollte er die Ratte jagen. Bin ich ja sehr gespannt jetzt. Oh. Und weg ist sie. Die kommt so bald nicht wieder. Aufgabe gelöst. Ach so. Cool, diese Erfolgsmusik finde ich immer sehr schön. So, dann greifen wir doch jetzt mal rein. Jetzt ist die Ratte ja nicht mehr daheim. Ehrlich gesagt fasse ich da ohne guten Grund lieber nicht rein. Wer weiß, was die Ratte da alles drin versteckt hat. Ja, eben deswegen. Vielleicht vergammelte Nahrung oder bereits verdaute Nahrung. Oder noch mehr Ratten. So, können wir jetzt Feierabend machen? Hallo, Herr Kellermeister. Hallo, Wilbur. Die Ratte hat ausgespielt. Die Ratte hat ausgespielt. Ich hab's gesehen. Schon Wahnsinn, was ihr Gnome so austüftelt. Ja. Der Ratte durfte auf jeden Fall der Appetit auf meinen Hopfen vergangen sein. Die kommt so bald nicht wieder. Darf ich denn jetzt Feierabend machen? Ja, klar. Komm gut nach Hause, mein Kleiner. Wir sehen uns morgen. Auf Wiedersehen. Bis später, Junge. Prost. Erstmal ein Bier in die Nase geschüttet, wa? So, Tor nach draußen. Feierabend. Wieder ein Tag vorbei. Und wieder habe ich keine Prinzessinnen gerettet, keine Drachen bekämpft und keine Orks gejagt. Eine Ratte habe ich in die Flucht geschlagen. Hey. Und das nicht mal alleine, sondern mit einem vollautomatischen Roboter. Es braucht wohl etwas mehr, bis meine Statue neben der von Ritter Thilo in der Halle der Helden steht. Aber ich werde es schaffen. Na gut. Aber du hast immerhin den Roboter erstmal zum Laufen gebracht. Das ist ja auch mal... Das ist da auch etwas, oder nicht? Ach, da unten. Ich wollte gerade sagen, wo sind wir denn? Da unten. Achtung! Hä? Fump. Hallo, Herr. Oh Gott, er lebt noch. Hey, du! Junge! Du musst mich hier herausholen! Schnell! Bitte! Ich bin entführt worden. Eine Elfe hat mich befreit. Sie wollen... So glaube mir doch. Ich habe den Schlüssel zu etwas, das den Krieg entscheiden kann. Hör zu, Junge. Es ist zu spät. Siehst du diesen Ring? Er ist der Schlüssel. Sie alle zu knechten. Bringe ihn zum Erzmagier der Menschen in die Stadt Seefels. Hörst du? Aber... Unser aller Schicksal hängt davon ab! Nein! Oder doch? Schwing der eine Ring. Oh Mann, das glaubt mir doch niemand. Ich kann doch unmöglich allein bis ans Meer zur Stadt der Menschen reisen. Ich brauche Hilfe. Ich sollte den Kellermeister um Hilfe bitten. Oder Opa, der hat für die Allianz gekämpft. Ja, Opa, naja, der Ring. Ein schwerer, goldener Ring. Er fühlt sich warm an. Auf der Innenseite sind feine Schriftzeichen zu erkennen, doch ich kann sie nicht lesen. Moment, das ist aber jetzt nicht hier Herr der Ringe, oder? Herr Kellermeister! Hallo? Herr Kellermeister, wo sind Sie? Er schläft, pscht. Herr Kellermeister! Herr Kellermeister! Hm? Was? Was? Wir müssen die anderen Zwerge verständigen. Da war ein Gremlin in einem Käfig und er hat mir einen Ring gegeben und... Ich dachte Goblin. Was? Was für ein Ring denn? Diesen sehr Ring! Sehr cool, was? Es ist ein sehr wichtiger Ring. Ring. Der Gremlin hat gesagt, er würde unser aller Schicksal... Wirklich, Wilbur? Ich habe keine Zeit für Kindereien. Ich habe Wichtigeres zu tun. Aber der Ring muss zum Erzmagier in die Stadt der Menschen gebracht werden. Er kann den Krieg beenden, hat der Gremlin gesagt. Hör mal, Kleiner, das ist ein Ring. Was soll der können? Der Gremlin lügt doch nicht. Überleg doch mal. Wann hätte jemals irgendjemand einem kleinen Wesen wie ein Gnom einen wichtigen Ring gegeben? Sowas passiert nicht.
Aber... Du ist aber gut. Geh nach Hause, es wird schon spät. Vom Kellermeister kann ich wohl keine Hilfe erwarten. Okay. Herr der Ringe, einmal den Ring mal in den Kamin geht nicht, okay. Aber hier ist ja noch die Glut. Ah, wir können doch schnell Räume wechseln zumindest. So. Nee, nicht Teekanne. Ring. Schade. Oder Ring in die Kanne. Nee, in das Netz. In den Müll. Nein, gut. Wo ist denn Opa? Dann gehen wir doch mal Opa suchen. Ich hätte jetzt gedacht, Herr der Ringe, also Ring ins Feuer, damit wir lesen können, was da steht. Auf gespannte Plane. Die Planen sollten den Steinmetzen wohl etwas Schutz bieten. Ach so. Sie müssen einiges aushalten, wenn sie bei Wind und Wetter dort hängen. Die Steinmetze oder wer? Eine zusammengerollte Plane. Vermutlich eine von denen, wie sie hier überall hängen. Aha, nimm mal mit. Ne? Ja. Ja, nimm mal doch mit. Ich dachte eigentlich, ich habe hier diese... Ach so. Ah, der Eingang des Gnomenbaus, natürlich. Mit Satellitenfernsehen. Das ist der Eingang zum Gnomenbau meiner Familie. Wir leben schon seit Generationen hier oben. Ja, dann mal rein da. Mal auf seine Familie gespannt. Auf Opa vor allen Dingen, seltsam. Hey, mein mechanischer Flugfisch Nemo. Was machst du denn hier? Das ist eines der wenigen technischen Geräte, das ich selbst gebaut habe. Naja, um ehrlich zu sein, eigentlich Vater und meine Schwester. Oh. Aber ich habe zugesehen. Immerhin. Nimm mal mit. Scheint ja ganz schön viele Anspielungen hier zu geben. Nemo, Herr der Ringe, WoW. Oh. Er grinst ein bisschen grenzdebil. Er funktioniert immer noch. Ein solides Stück Gnomentechnologie, möchte ich sagen. Ja, dann sag es. Wenn du das gern sagen möchtest, dann sag es. Ein Stuhl. Ein Stuhl. Sag ich ja. Dieser Stuhl ist völlig uninteressant. Nein, das glaube ich nicht. Wie ich schon sagte, ein Stuhl. Zum Sitzen. Nee, da ist irgendwas. Es ist immer noch ein Stuhl. Da ist irgendwas mit diesem Stuhl. Ein Stuhl, der völlig uninteressant ist und mir in keiner Weise weiterhilft. Auch nicht später. Das glaube ich nicht. Es ist ein Stuhl. Wirklich. Da ist irgendwas mit diesem Stuhl. Okay, in Ordnung. Es ist ein Pferd. Ja, dann schwing dich drauf. Ein schönes, großes, weißes Hast Pferd. Hast du dich gerade am Hintern gekratzt? Was soll denn das? Ein Stuhl ist ein Stuhl ist ein Stuhl. Ich antworte einfach nicht mehr. Der Stuhl. Natürlich. Er ist der Schlüssel zum Ganzen. Nicht. Geil. Ein Stuhl. Ein Stuhl. Geht mir vor. Dieser Stuhl ist völlig uninteressant. Geht wieder von vorne los? Wie ich schon sagte. Ja, okay. Es geht wieder von vorne es los. Es ist in... Sehr lustig. Geh nach unten. Was ist das hier? Das Tor ist Teil von Papas Wohnraumoptimierungseinheit. Dahinter befindet sich so eine Art Parkhaus für Räume. Was? Ein Parkhaus für Räume? Räume? Ein Blumentopf. Ein Blumentopf mit Blumenerde. Sieht nicht so aus, als ob Mutter etwas eingepflanzt hätte. Nee. Nein. Dann pflanzen wir doch was die ein. Die Pflanzen gehören Mama. Sie züchtet eine Menge von diesem grünen Zeug. Okay. Sie versucht, Pflanzen genetisch so zu verändern, dass sie hier oben in der kalten Bergwelt leben können. Ah. Okay. Die Pflanzen sind ganz schön groß geworden. Ich könnte schwören, gestern waren sie noch nicht da. Oh. Vermutlich benutzt Mama einen sehr guten Dünger. Einen sehr guten Dünger. Chemieexperiment. Meine Mutter ist eine richtige Hausfrau. Sie beschäftigt sich mit Chemie, Biologie, Genetik und so. Ach ja, wie meine Mutter. Wenn ich da mal zu Besuch bin, redet die mir die Hucke voll von Genetik, Biologie, Chemie, Physik. Also was. Ich fasse davon lieber nichts an. Wir Gnome haben eine goldene Regel. Mische dich niemals in die Experimente anderer ein. Da hat's geklingelt, ich bin nicht zu Hause. So, gehen wir mal nach unten. Und abwärts. Da ist Oppes. Halt! Wer da? Hallo Opa, ich bin's. Das glaube ich kaum. Wie lautet die Parole? Was für eine Parole? Parole? Ich weiß nichts von einer Parole. Schlechte Antwort. Bereite dich auf dein Ende vor, Halunke. Aber Opa. Es ist wichtig, Opa. Das ist die Parole auch. Okay. Wir sind im Krieg, verdammt. Der Krieg duldet keine Nachlässigkeit.
Ja, Hallöchen, 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 willkommen zurück. Ich war an der Tür, weil es klingelte, weil der UPS-Mann hatte mir gestern aus Versehen, Sachen gebracht, die mir gar nicht gehören. Jetzt muss ich zurückgeben. Ich habe es nicht gewusst. Es geht, wen es interessiert, wer kennt, kommt essen.de, da kann man sich so Essen bestellen für eine Woche. Und da kam ich gestern 2 Pakete bekommen und eins gehörte nicht mir. Jetzt muss ich alles wieder aus dem Kühlschrank rausroppen und dem zurückgeben. Ja, ich weiß es nicht, ein bisschen haben wir verpasst. Wir fangen nochmal von vorne an. Was für eine Parole? Parole? Ich weiß nichts von einer Parole. Schlechte Antwort. Bereite dich auf dein Ende vor, Halunke. Es ist wichtig, Opa. Genau. Das ist die Parole auch. Wir sind im Krieg, verdammt. Der Krieg duldet keine Nachlässigkeit. Also, Parole? Ah, okay, da haben wir ja nicht viel verpasst. Es blitzt und donnert gerade draußen. Hilf, Wuschelhäschen. War es Wuschelhäschen? Das hättest du wohl gerne. Stirb, Marder! Dir den Donner. Es ist wichtig, Opa. Das ist also? Ja, Parole, atomarer Erstschlag. Atomarer Erstschlag, Sir. Korrekt. Was willst du? Ich habe einen Ring von einem Gremlin bekommen. Er sagte, der sei sehr wichtig. Der Ring soll so schnell wie möglich zum Erzmagier gebracht werden. Ein Ring? Hast du ihn auf Kontamination überprüft? Nein. Auf Flüche? Verhexungen? Gift? Aber was frage ich? Natürlich hast du. Niemand würde einen Ring von einem Gremlin annehmen und ihn nicht auf Flüche untersuchen. Genau. Gefährliche kleine Monster, diese Gremlins. Ja. Man darf sie nicht nach Mitternacht füttern, weißt du? Ja, ich dachte, kein Wasser. Der Gremlin sagte, dieser Ring könne den Krieg entscheiden. Den Krieg entscheiden? Das wäre ja... Wo ist der Gremlin? Er wurde entführt. Gerade so konnte er mir den Ring noch zustecken. Der Erzmagier soll ihn so schnell wie möglich bekommen. Der Erzmagier. Gewitter. Ja. Er wird wissen, was zu tun ist. Darauf haben wir gewartet. Dafür haben wir trainiert. Dies ist die Stunde, in der aus dicklichen kleinen Jungs echte Männer werden. Die Stunde der Ehre, die Stunde des Ruhms. Unsere Stunde. Aber wieso dicklich? Jeder weiß, was er zu tun hat. Nein. Nee. Dann machen wir es so. Was denn, Opa? Nimmt eine Axt als Gehstock, Opa? Ist das so wie der Opa bei Loriot? Ich bin jetzt voll raus. Und der UPS-Mann hat mich total rausgebracht. Ich beende diese Folge jetzt hier. Die ist vielleicht was kürzer insgesamt. Ich muss sie sowieso schneiden, was ich überhaupt gar nicht mag. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann wir speichern nochmal zusammen. Damit wir es auch mal gesehen haben. Lea. Let's Play 1. Speichern. Hat das jetzt gespeichert? Ja, hat er gespeichert. Okay, Let's Play 1, speichern. Okay, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Entschuldigung für die Unterbrechung jetzt, aber ich muss erst wieder reinkommen, reinfuchsen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut und tschüsschen.